lege ich sie hin hier, oder? Ja, legst du einfach hin, ich tue es dann nochmal nach. Oh, hallo, liebe Zuschauer, Sie sind schon da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Feuerlein kocht wertvoll, hier aus dem Kochstudio Fränkel in Friedrichshafen. Wenn Sie regelmäßig zum VfB gehen, dann kennen Sie diesen jungen Mann schon. Wenn nicht, werde ich ihn ganz schnell vorstellen. Das ist der Nico Brucker. Nico, schön, dass du da bist heute. Danke. Der junge Mann ist Journalist vom Beruf, ja, und hat aber sehr viele Facetten und unter anderem auch ein ganz spannendes Thema, auf das wir später noch eingehen werden. Escape in Time, wenn Sie das schon mal gehört haben, werden wir nachher noch kurz besprechen. Zu unserem heutigen Gericht. Du hast ja an die Tafel geschrieben, es wäre das Ceviche. Ist eigentlich das peruanische Nationalgericht. Ceviche ist eigentlich, wenn man es runterbricht aufs Wesentliche, roher Fisch, ja? Mariniert, also mariniert heißt mit Säure kalt gegart, weil Säure zersetzt Eiweiß, ja? Und Fisch ist sehr eiweißhaltig, also wird er quasi das Eiweiß denaturiert und der Fisch wird mariniert. Ist eigentlich nichts anderes wie ein Carpaccio, wenn man so will. Mhm. Was beim Ceviche immer dabei sein muss, ist Limette, Koriander, Chili. Du darfst schon mal hier den Sellerie schälen. Ja. Ja, wird eine Komponente sein unserer Geschichte. Die anderen Komponenten sage ich Ihnen gleich noch. Jetzt werden wir erstmal unseren Chili brauchen wir natürlich ganz klar. Ich war natürlich heute früh schon auf dem Markt und habe geschaut, was gibt es an frischen Fisch, weil das muss sein, dass der Fisch so frisch wie möglich ist. Wäre auch ein guter Bodenseefisch wunderbar, also ein Zander wäre super, Fällchen würde auch gehen, ja, ein Hecht, wenn man die Gräten rausmachen kann, geht auch. In Peru wird es meistens aus Seezunge gemacht, also meistens aus weißem Fisch, kann man aber mit rotem Fisch natürlich auch machen. Ja. Und es ist generell so, dass wenn der Fisch, also ein magerer Fisch ist, dann ist die Gefahr eher größer, dass er zu schnell übergart, ja. Also es wird nur so 5 Minuten mariniert ungefähr. Und beim Fisch, der natürlich fett ist, also wie ein lachsartiger Fisch, da ist dann ein bisschen gemäßigter. Ja. Dann brauchen wir ein bisschen Staudensellerie, roh geschnitten, also ein bisschen was zum Beißen haben. Und die Würze vom Sellerie passt super gut dazu. Ein bisschen Ingwer. Ja. Also wir machen quasi eine Tigermilch sozusagen, mit ein bisschen Kokosmilch. Um die Aromen natürlich auch super zu transportieren. Dann werden wir ein bisschen Ingwer reinreiben. Ingwer natürlich, die Schärfe ist immer ganz wichtig bei der Geschichte, ja. Deshalb nachher auch ein paar Chilischoten. Ich wollte mich immer schon mal wissen, wie man den gut schält, aber du bist auch großzügig beim Schälen. Ja klar, ich meine, du kannst auch hergehen und kannst im Prinzip mit dem Löffel, ja. Also man kann das auch so richtig abschaben, weil die Haut ja sehr, sehr dünn ist. Ja. Mhm. Also das ist so eine der gängigen Methoden, die man ganz gerne mal zeigt, wo die Leute ein bisschen erstaunt sind. Aber der Ingwer hat eine sehr dünne Schale, ja. Und gerade wenn jetzt so ein je frischer der Ingwer, desto dünner die Schale, ganz klar. Und da reicht dann einfach ein Löffel. Ja. Mhm. Und sonst gehe ich einfach her und schäle den oder schab den mit dem Messer ab. Okay. Ja. Sellerie sieht gut aus. Ja. Mhm. Machen wir so, dass man dann ein bisschen, also wird geschält und dann werden noch die Fäden gezogen. Ja. Sofern Fäden noch dran sind. Und dann sind wir einfach sicher, dass wir nachher nichts zwischen der Zähne haben und haben einfach den reinen Genuss. Ja. Einfach so ein bisschen, kannst du da hinlegen. Dann zeige ich dir gleich noch die nächste Geschichte. Machen wir ein paar Lauchzwiebeln rein. Ein Ceviche gehört auch normalerweise immer Zwiebel. Ja? Aber wir wollen natürlich ein bisschen die feinere Variante heute raushängen lassen, sage ich jetzt mal. Dann machen wir einfach schöne, junge, frische, rote Lauchzwiebel, die einfach ganz mild sind und trotzdem ein bisschen Bums haben. Ja? Mhm. Chili, ganz klar, auch ein bisschen rote Chili. Da können Sie natürlich auch grüne nehmen, wie Sie möchten. Ein bisschen Avocado machen wir rein heute und Mango, dass es schön fruchtig wird. Und ein kleines bisschen Salat, dass das Ganze einfach ja, nicht nur reiner Fisch ist, sondern ein bisschen was mit dabei. Mhm. Genau. Also, darfst du hier schnell weitermachen? Ja. Ich schneide. Soll ich dann das Messer, oder? Ja, gerne. Nimm das Messer. Ja. Dann Limetten natürlich ganz wichtig für die Frische. Eigentlich ein wunderbares Gericht auch für die warmen oder heißen Sommertage. Sehr, sehr schnell gemacht. Ja. Also wirklich ruckzuck fertig, auch wenn man es ganz einfach macht. Wenn man natürlich ein bisschen mehr Gedöns drumherum will, dann wird es ein bisschen aufwendiger, ganz klar. Aber super Geschichte. Ist auch sehr angesagt momentan, kam von Peru eben nach Amerika, ja, und von Amerika zu uns, wie so oft. Ja. Und ist jetzt auch in unseren Metropolen wirklich sehr angesagt und du findest es eigentlich mittlerweile überall. Mhm. Ja. Und als Imbiss dann, oder wie, in welcher Form findet man ja, das? Ja, da gibt es sowieso Imbissbuden, also am Strand unten auch und in Peru, ja, da wird es einfach so alltäglich.
da wo es halt den ganz frischen Fisch gibt. Ja. Ganz klar. Also das ist so Grundvoraussetzung. Ja. So, also ich bastel hier, wie gesagt, die Tigermilch noch zusammen. So, jetzt aber mal zu dir. Ja. Du bist Journalist, haben wir gesagt, ja. Bist aber noch in verschiedenen anderen Richtungen unterwegs. Mhm. Was machst du genau? Ja, das frage ich mich auch. im Prinzip, tatsächlich, mein Hauptberuf ist Journalist. Ich habe Journalistik studiert und beim Bayerischen Rundfunk in München arbeite ich und mache Filme und mache Radio. Das ist so der seriöse Teil in meinem Leben. Das andere ist auch okay. Ja, ich habe ein paar Sachen von dir angeschaut mal auf deiner Seite. Du hast gesagt, die eine oder andere Sache muss ich mal rausnehmen, weil da waren ein paar coole Sachen dabei, so Jesus Freaks und ein paar so Sumo-Ringen war auch ein Thema, ja, da hast du dich mal ein bisschen aufs Kreuz legen lassen sozusagen. Ja, ich war während dem Studium länger bei Radio 7 und habe da als Reporter halt, was man so machen muss. Alles eigentlich. und Erfahrung sammeln, ne? Ja, genau. Und dementsprechend durfte ich da auch mal gegen Sumo-Ringer antreten. Ja, war sicher eine Erfahrung. Das war irre. Ich bin wirklich mit allem, was ich hatte, in den Rhein gelaufen und es hat sich nichts bewegt. Und ich habe jetzt auch keine 50 Kilo, aber das hat nichts verändert bei ihm. Und dann hat er mich hochgenommen und hat mich aus dem Ring getragen. Das war der ganze Kampf. Ja. Ich wollte erzählen, was ich eigentlich mache. Genau, und ansonsten moderiere ich hier noch beim VfB, bei den Volleyballern. Haben wir vorher angesprochen, genau. Ja, und ich habe mit einem Freund vor einem Jahr ein Unternehmen gegründet. Und wir machen so ein Team-Event, Escape Games nennt sich das. Escape in Time, oder? Also ich lese immer die Plakate. Genau, ja. Escape in Time heißen wir und wie es der Name schon sagt, man versucht innerhalb einer Zeit zu entkommen, 60 Minuten sind das. Man lässt sich bei uns in einen Raum einsperren und dann versucht man sich da mit seiner Gruppe rauszurätseln. Nichts damit zu tun, dass man irgendwie anstrengende Aufgaben lösen muss oder so. Oder körperlich, also es geht ums Rätseln, oder? Genau, also es gibt natürlich auch Dinge, wo man seinen Körper betätigen muss dabei, aber es ist jetzt kein reines Sportevent, sondern eigentlich ist es so ein Gruppending halt. Also man muss viel mit dem Kopf überlegen, aber man muss vor allem viel miteinander reden, weil viele Hinweise erst helfen, wenn man sie aus allen Ecken kombiniert. Und darum macht man es auch als Gruppe. Und dann ist halt wichtig, dass der eine vom anderen weiß, wo er gerade was gefunden hat und was sich daraus ergeben könnte. Und dann rätselt man sich da so von Rätsel zu Rätsel. Also nicht ein kleiner Raum, sondern quasi eine Halle oder ein größerer Raum, wo verschiedene Rätsel in verschiedenen Varianten auf einen warten. Sehe ich das richtig? Der Raum ist schon, das ist schon ein Raum und der ist auch nicht so riesig. Wir haben das in eine alte Kegelbahn unten reingebaut. Okay. Und ein Raum heißt eben Kegelbahn des Grauens. Und dann gibt es da so die Rahmenhandlung dazu, dass ja ein alter böser Mann eben die Gruppe gekidnappt hat und sie erst wieder freilässt, wenn sie eben schlau genug sind, ihn zu besiegen. Und darum hat er ihnen ganz viele Aufgaben gestellt. Genau. Okay. Ja, und dann rätselt man sich aus diesem Raum raus. Und Ziel ist immer, innerhalb dieser 60 Minuten aus dem Raum rauszukommen. Und da gibt es zum Schluss halt einen Endcode, den man finden muss und auf den man kommen muss. Und dann kommt man wieder raus. Ja, spannend. Und das wird angenommen, oder? Also läuft es? Das wird angenommen, ja. Viele Leute kennen das tatsächlich, weil sie das irgendwo in der Großstadt schon mal gespielt haben. So bin ich auch draufgekommen mit meinem Kumpel zusammen. Mal in München einen Film drüber gemacht und dann gedacht, geile Idee. Könnte doch bei uns auch funktionieren. Und dann haben wir da eben die Kegelbahn angeboten bekommen. Dann habe ich gesagt, komm, das machen wir. Weil die Location natürlich auch geil ist. So eine alte Kegelbahn hat halt so seinen eigenen Flair irgendwie. Ja, klar. Genau. Und wir sind beides Eilinger Buben und darum haben wir es dann auch direkt in Eilingen gemacht. Ja. Und wenn man nicht rauskommt, kann man immer nur kegeln. Wenn man nicht rauskommt, ja, Teile davon haben wir erhalten, Teile der Kegelbahn, ja. Das stimmt. Wenn du sagst Eilinger Bub, ja. Brucker war ja mal eine Metzgerei. Ja. War das dein Papa dann in dem Fall, oder? Genau. War und ist er immer noch. Ja, klar. Die Metzgerei gibt es nicht mehr, der Papa gibt es noch. Gott sei Dank so. Ja, der hat ja auch einen anderen Weg eingeschlagen. Gell? Ja, hat er. Aber war immer eine gute Geschichte. Von dem her hast du zumindest ein bisschen einen Bezug doch auch zu Lebensmitteln, zu Genuss. Habe ich absolut. Aber wenn man das jetzt beim Sellerie-Schneiden wahrscheinlich nicht sieht. Aber vielleicht kriege ich noch andere Aufgabe, also, die mir mehr liegt. Ich gebe dir mal ein gescheites Messer und dann darfst du mit denen mal einfach so in Streifen schneiden, ja, und dann so gut du eben kannst in feine Würfel. Mhm. Ja, und das packen wir alles in diese Tigermilch mit rein, lassen das ein bisschen marinieren. Dann wird der Lachs fein geschnitten. Man kann es natürlich auch würfeln, das geht auch. Wir machen jetzt einfach feine Scheiben, tun ihn ein bisschen einsalzen, ja, und dann wird der kurz in die Marinade gelegt.
damit er eben, damit das Eiweiß eben denaturiert und dass der Fisch halt gart im Prinzip. Und dann riecht man den mit ein bisschen schönen Salat und vielleicht hobeln wir noch Paradieschen drüber, ein bisschen frische Mango rein und Avocado. Und dann wird es eine ganz super frische Sache. Und wenn du das noch nie gehabt hast, finde ich ganz gut. Mhm. Bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also kannst du noch mit zwei so Selleriestangen. Soll ich das Messer nehmen oder welches? Ich würde das große nehmen. Ja. Große ist immer okay. Ganz gut. Das kann ich immer mein schönes japanisches Messer da benutzen. Das habe ich immer in der Schublade, weil es einfach so schön ist und ich traue mich nie, das zu benutzen. Aber ja. Heute hast du gedacht, das ist ein besonderer Tag. Heute ist ein besonderer Tag und Fisch und so. Also geben wir da Gas. Also wie gesagt, hier schön frischer Fisch, so frisch wie möglich. Bodenseefisch ganz frisch gefangen wäre natürlich auch eine super, super Option. Ja. Und das gehen wir hier einfach her und schneiden den in dünne Scheibchen. Also wie gesagt, im Prinzip ist die Ceviche das neue Sashimi, sage ich jetzt mal. Ja. Na dann. Aber wer früher schon Fisch Carpaccio gemacht hat, eigentlich ist es auch nichts anderes, bloß dass es eben dort herkommt und ganz wichtig, Tigermilch, ja, Koriander und Chili. Also dass es ein bisschen Schärfe hat, ein bisschen Schärfe, ein bisschen Säure und diesen frischen Fisch, viel Eiweiß. Mhm. Also eine richtig gesunde Geschichte auch. Ja? Ganz super. Und in München beim Bayerischen Rundfunk machst du viel mit Kinderradio, hast du vorher was gesagt gehabt? Genau, also ich habe da auch unterschiedliche Jobs. Einer davon ist, dass ich beim Kinderradio moderiere. Radio Mikro heißt die Sendung auf Bayern 2. Und das ist immer so eine halbe Stunde am Abend, um 6:30. Und das ist eigentlich ist mein Lieblingsjob, weil... Also es taugt dir halt so. Also ich habe auch gelesen, also alles was live stattfindet, in Interaktion mit Publikum und mit Kids dann ganz im Speziellen, ist ja sehr, sehr spannend, weil die sind einfach unbedarft und lassen sich ja noch begeistern und sind einfach so, wie sie sind, nehme ich jetzt mal an, oder? Ja, absolut. Also am liebsten mag ich, wenn wir das Telefon aufmachen, sagt man da, also Kinder können anrufen. Da gibt es so Rätselsendungen auch. Und dann neulich habe ich ein Rätsel gestellt, dann gibt es drei Antwortmöglichkeiten und das erste Kind ruft an, ja, ich glaube, es ist Antwort 1 und so, jawohl. Kannst du schon gleich da reintun, die Würfel? Jawohl. Und dann ruft das zweite Kind an, sage ich, ja, hier ist der Nico am Mikro und wer ist da? Ja, hier ist der Lukas. Ich sage, hallo Lukas, und was glaubst du, was ist die richtige Antwort? Welche Antwort? Da habe ich gesagt, Lukas, wir haben doch ein Rätsel gemacht, hast du da zugehört? Und Lukas, warum rufst du an? Ich wollte mal mit dir reden. Ja, klar, dann haben wir ein bisschen geplaudert. Okay. Und natürlich, die kriegen natürlich in der Regie, denken, oh nein, und wir müssen noch über das Rätsel reden. Aber es war herrlich, weil der Lukas einfach Bock hatte, mal anzurufen und zu reden. Und das mache ich gern, weil es ist, man versucht immer alles so zu planen. Mhm. Und da kann dann niemand mehr was machen. Und dann ist es halt nicht planbar. Das finde ich eine gute Sache, ja. Und einfach sich auf Eventualitäten einzustellen. Ja, die Situation, du kannst dich auch nicht einstellen, wenn ich jetzt hier einen Quatsch erzähle. Man muss auch irgendwie drauf reagieren. So, auf alles kann man sich nicht einstellen. Ja klar, so. Aber genau das macht es ja aus, oder? Ja, absolut. Also jetzt haben wir hier unseren Lachs geschnitten. Den tun wir ein kleines bisschen einsalzen. Und dann nehmen wir jetzt auch ein bisschen ein gutes Salz her. Natürlich, gutes Salz heißt für mich also kein raffiniertes Salz mit Jod versetzt oder so, sondern einfach ein gutes, möglichst natürliches, naturbelassenes Salz, also ein Fleur de Sel oder sowas in der Richtung. Mhm. Ja. Meersalz auch? Ja, klar, Meersalz. Also Fleur de Sel ist ja Meersalz, aber das ist halt das Top, die Salzblume quasi. Mhm. So, ein bisschen einsalzen, geben das nochmal kurz in den Kühlschrank. Wie gesagt, beim Fisch viel Eiweiß, immer schön kühl halten, ist ganz wichtig, dass da nichts passiert, gerade jetzt in den sommerlichen Temperaturen. Dann durchschneidest du gerade nur den letzten Stangensellerie. Dann lassen wir die Tigermilch noch ein bisschen durchziehen. Ja? Gehen kurz in die Werbung und danach werden wir unser Ceviche fertigstellen und sicher noch einige interessante Sachen von Nico erfahren. Also bis gleich. Willkommen zurück. Unsere Tigermilch, die ich ja vorher schon erklärt habe, hat jetzt ungefähr... Also sie braucht so zwischen, ja, also 10 Minuten soll sie schon ziehen, je nachdem, was sie auch reintun. Ja, dass es einfach ein bisschen die Möglichkeit hat, sein Aroma zu entfalten. Wir haben jetzt auch schon was vom Koriander mit drin gehabt, ganz klar. Dann Chili, haben zusätzlich noch ein bisschen Piment Espelet reingetan, also diesen baskischen Chili, der sehr fruchtig ist und eine milde Schärfe hat.
Und Nico, probier gerade mal schnell. Mhm. Aber ich glaube, es müsst jetzt passen. Ja? Und die salzige Komponente kriegen wir dadurch, dass wir den Lachs ja gesalzen haben. Dann kommt noch was Fruchtiges dazu. Auch super Geschichte. Ihr könnt Papaya nehmen, aber Mango ist jetzt fast noch ein bisschen interessanter. Und die ruhig auch einen Ticken nicht ganz so reif, dass sie einfach ein bisschen mehr säuerlichen Charakter noch hat. Und eine Avocado. Ja? Dazu gibt es ein Weinchen. Sehr schwierig bei der Geschichte, weil wir ja mit Säure arbeiten. Also Riesling wäre komplett daneben. Ja? Aber ein schöner gelber Burgunder, also ein Auxerrois vom See, wäre super. Den darfst du gar mal aufmachen. Brauchst ja gar keinen Öffner, einfach oben das abziehen. Ist ein Glaskorken drauf. Darf ich schon mal zwei Stück einschenken. Ich kümmere mich um den Lachs, beziehungsweise hole den aus dem Kühlschrank. Kalt gegart, also sie brauchen auch keinen Ofen und nichts. Also super Sache. Ja? Und der hat es einfach ein bisschen Saft gezogen, ist durchgesalzen. Ganz dezent mit einem sehr guten Salz. Ja? Und sobald wir die Mango und die Avocado am Start haben, wird der Lachs mariniert. Ja? Also mit der Marinade quasi überschüttet und dann aus der Marinade heraus angerichtet. Weil der braucht wirklich nur, also in der Stärke, wie wir geschnitten haben oder wenn man feine Würfel schneidet, also maximal 5 Minuten, länger dürfen sie nicht drin lassen. Beim Lachs nicht so schlimm, weil es ein Fettfisch, ja? Der verträgt mehr. Mhm. Aber wenn Sie jetzt einen Weißfisch nehmen, einen Steinbutt, einen Heilbutt oder eine Seezunge, dann geht es natürlich wesentlich schneller und der wird dann wirklich trocken. Also im Prinzip, wenn du ihn durchbraten würdest. Ja? Also ganz, ganz coole Geschichte. Genau, Mango kannst hier mal hergehen und kannst die einfach mal so abschälen. Ja? Mhm. Beim letzten Mal haben wir das so gemacht, dass wir die eingeschnitten haben, umgestülpt und dann gab es schon Würfelchen. Aber wir machen das jetzt heute mit einem scharfen Sägemesser, mit wenig Druck. Ja? Einfach, dass die Schale so einigermaßen... Soll ich das nehmen? Ja, nimmst du das. Die Schale so gut wie möglich abgeht. Dann kümmere ich mich um die Avocado. Und auch da sollte sie zwar schon reif sein, ja, aber noch nicht überreif. Ja. Und was auch vielleicht ganz cool ist, wenn man den Kern in der Mango, in der Avocado drin lässt, dann wird die nicht braun. Ah, okay. Warum auch immer. Ja. Also wir tun jetzt ein bisschen Zitronensaft dran, ganz klar, dass sie einfach nicht oxidiert. Würde es zwar vom Geschmack her nichts machen, aber die Optik spielt ja auch eine Rolle. Dann hole ich die mit dem Löffel raus. Und wie gesagt, wie vorher schon erwähnt, kann man das alles auch als Würfelchen schneiden. Aber ich finde es halt viel schöner, wenn man ein bisschen mehr schöne Stücke oder Scheiben oder was auch immer drauf hat. Ja, kommt einfach besser, dekorativer und hat dann nicht so diesen Mikro-Charakter. Ja, so, das legen wir jetzt alles auf unser... Da kann ich jetzt auch so Scheiben schneiden. Das reicht schon, die zweite brauchen wir eigentlich gar nicht. So? Genau, ja. Ein bisschen dünner. Noch dünner? Ja, genau. Dass man es eben schön essen kann. So, also das hier rüber, genau, super. Ja, schneiden hast du vom Papa gelernt, oder? Ja, tatsächlich. Hast du in der Metzgerei da einmal mitgearbeitet? Ja, bitte. Ja? Da bleibt einem nicht viel. Wobei, klar, ich hätte zwar nicht gedacht, dass ich es jemals sagen werde, aber heute ist man natürlich froh drum und so. Und dann ja, hat man klar, das alles mal. War schon interessant, ja. Ja, und bis heute, das Schneiden hat er mir tatsächlich beigebracht und das hilft natürlich bis heute beim Kochen. Natürlich in der Metzger immer ein scharfes Messer im Haus, das erleichtert einiges. Ja. So machst du es drauf auf den Teller, mal alle. Mhm. Ja. Dann nehmen wir es rüber. Machen schnell die Marinade auf den Fisch und während der durchzieht und wir den Salat anrichten, gibt es zwischendurch mal ein Schlückchen Wein. Ja. Na gut. Ist immer interessant, den vorher zu probieren und dann zu probieren, wie er dann tatsächlich mit dem Gericht, mit dem Gericht schmeckt. Also wie gesagt, ist hier Tigermilch drüber. Jetzt kommt die Hochzeit. Jetzt kommt die Hochzeit, genau. Und ein bisschen von der Marinade übrig lassen, ist ganz klar, damit wir nachher das noch beträufeln können und dass auch unser Salat ein bisschen was abbekommt. Ja, so. Genau, also, so schaut es dann aus. Mhm. Das lassen wir jetzt einfach ein bisschen schön durchziehen. Ja, geben das schon mal rüber und richten das nachher an. Das können wir gar mal so stehen lassen, machen wir nachher fertig. So, Gläschen für dich. Ja, danke. Vom Bodensee natürlich. Vom Gläschen. Ja, zum Wohl. Eben. Der hat einfach schon ein bisschen mehr, ist runder, ist nicht ganz so säurehaltig und passt dann eigentlich ganz gut zu den Geschichten. So, jetzt zeige ich dir mal einen Teller und dann darfst du den zweiten machen.
Ceviche isst man natürlich auch oft einfach mit ein paar Gemüsekomponenten, wie gesagt, gemischt als Würfelchen, einfach so, kleinen Snack. Aber man kann es auch schöner machen mit ein bisschen Salat. Also da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt, alles was passt. Ist natürlich schön, wenn es ein bisschen knackig ist, ein bisschen bitter. Wir haben Säure drin, wir haben ein bisschen was Knackiges vom Sellerie auch. Und dann die Fruchtkomponente, also ist eigentlich alles drin, was es braucht. Ja? Und da machen wir uns einfach ein kleines Salatbett. Und da richten wir dann unsere Geschichten drauf an. Was beim Anrichten immer wichtig ist, dass der Rand möglichst frei bleiben sollte. Ja, zu mir hat man immer gesagt, der Rand ist dazu da, um frei zu bleiben. Und dann gibt es auch ein schönes Bild. Ja. Außer man macht natürlich diese ganz modernen Geschichten, wo dann einfach so im Halbkreis oder direkt über den Teller angerichtet wird. Aber ja, vielleicht ein andermal. Okay. So, also ich würde einfach sagen, so die Geschichte machen. Ja. Genau. Und wenn wir den zweiten Teller haben, dann müsste der Fisch eigentlich schon soweit sein. Und dann können wir schon in Richtung Finale gehen. Dann ein bisschen Feintuning vornehmen, ganz klar. Ja? Mhm. Und dann dürften wir eigentlich soweit klar sein. Jetzt würde es mich nochmal interessieren, weil ich habe da noch ein paar Sachen im Kopf von Escape in Time nochmal. Mhm. Ja? Wie das dann abläuft. Gibt es dann einen Siegerpreis? Oder? Na, im Prinzip, man bucht es maximal 6 Leute pro Raum. Zwei Räume haben wir, also maximal zu 12 im Moment. Man bucht es, dann kommt man vorbei, lässt sich eben für diese besagten 60 Minuten in den Raum sperren. Und sollte man es nicht schaffen, aus dem Raum rauszukommen, dann werden schreckliche Dinge passieren. Okay, das heißt, dürfen wir das verraten? Ja, also das vor allem viel Schande. Also okay. Viel Schande und viel Schämen. Also die zwei Dinge sind dann eigentlich ganz groß. Wenn man es aber schafft, dann lohnt es sich natürlich. Gibt es eine Siegerurkunde und man macht noch ein Foto und so weiter. Nee, also im Prinzip geht es tatsächlich. Genau. Oder? Tatsächlich geht es um einen Spielspaß und darum, für eine Stunde wirklich mal richtig sein Zeitgefühl zu verlieren, weil man miteinander so im Rätselstress ist, aber im Positiven, dass das eine Stunde ist, die irre schnell vergeht. Und darum machen das auch ganz viele, die jetzt, keine Ahnung, irgendwie was mit dem Geschäft machen wollen oder die einen Junggesellenabschied machen wollen oder Familien. Jeder, der mal wieder was miteinander erleben will, weil... Die bei mir schon waren beim Kochen. Ja, genau. Ja, klar. Weil, wenn man was miteinander geschafft hat, das ist so ein cooles Gefühl danach. Das kennt man vom Sport, von der Musik, überall. Genau. Und so geht es denen da genau gleich. Die laufen da raus und dann hat man was gemeinsam und hat irgendwie was hingekriegt. Mhm. So, also, jetzt nimmst du schon Formen an. Jetzt darfst du mal mit Salat den? Auf Seite. Genau. Jetzt kommst du schon rüber mit der Avocado. Avocado und die Mango. So, einfach mit der Hand, oder? Ja, einfach mit. Ja. Genau. Und gehst einfach her und tust es halt so schön. Einfach schön drapieren, so vier Mangospalten, würde ich jetzt mal sagen, das reicht. Da mache ich noch ein bisschen Fisch drauf, 4 Mangospalten. Genau, dann mache ich die Avocado, das darfst du ein bisschen so unten rein tun, so, das ist schön. Ja, genau, ein bisschen Avocado noch drauf, da kannst du nur 2, mach da nur 2 drauf. Ein bisschen Avocado drauf. Dann haben wir... da schon ein bisschen Koriander drauf zupfen noch, dass wir ein paar ganze Blättchen haben und drauf beißen. Könnt natürlich auch ein bisschen Minze, wäre auch ganz gut, oder Thai-Basilikum passt natürlich, oder dieser kleinblättrige Basilikum, der halt einfach schön Aroma abgibt noch, also alles, was man sich einfach vorstellen kann. Ja. Dann haben wir Paradieschen noch gemacht, die auch wieder ein bisschen knackig sind und auch noch mal etwas Schärfe abgeben, ja, und die hobeln wir einfach auch ganz, ganz fein drüber. Schaut natürlich noch mal sensationell schön aus, ganz klar. Ja. So, schön, klasse. Ja. Und jetzt machen wir eben die Tigermilch und noch etwas Salzflocken oben drüber. Das knuspert nur ein bisschen und Salz kann das noch ein bisschen vertragen. Auch die Mango verträgt ganz gut Salz. Ja. So, dann einfach noch ein bisschen von dieser Marinade drüber träufeln, damit der Salat auch etwas davon bekommt. Und hier liegen noch ein paar Körner rum. Was ist das? Das ist... heller und dunkler Sesam. Mhm. Ja. Knuspert noch ein bisschen, hat ein bisschen Nussigkeit. Kannst du einfach so drüber geben. Und dann, ja, stellen wir mal unsere Gläser rüber. Das sieht schon sehr gut aus. Jetzt wird's heiß. Ja, schön. Also bin gespannt. Ja. So, jetzt rein drüber. So, eins hier, eins da. So, war schön, dass er ein bisschen was über dich erfahren hat. Ja.
kleinen Schlücke vorher und dann trinken wir noch eins zum Essen dazu und wünschen Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und ja, wie gesagt, kochen ohne Hitze. Hallo liebe Zuschauer, Sie sehen schon, ich tue mir da äußerst schwer, ja, das wird einfach nicht funktionieren. Wir wollen eine schöne Lasagne machen oder gefüllte Lasagneblätter, aber das funktioniert nicht und deshalb habe ich mir die Olivia Bucher, ihres Zeichens Friseurmeisterin aus Friedrichshafen, eingeladen und die wird es mit Sicherheit besser können. Also schalten Sie ein, es wird eine nicht haarig, aber sehr interessant werden. Wertvolle Zutaten. Wertvolle Gerichte, wertvolle Gäste. Feuerlein kocht wertvoll. Jeden Sonntag um 18.30 Uhr nur auf Regel TV. Im Kabel und auf Satellit.